400 Kilogramm Heu zu laden. Oha, sagt er. Oha, er sieht selber. Da bin ich erstaunt. Ja. Ich bin nicht so erstaunt. Bremervörde in Niedersachsen. Die Polizisten Alexander von Buchholz und Matthias Klein kontrollieren den Straßenverkehr. Im Fokus stehen überladene Fahrzeuge. Ihnen fällt ein Auto im Gegenverkehr auf. Was kommt jetzt? Und der PKW mit dem Holz drauf. Auf dem Anhänger. Der sieht nach Gewicht aus. Das könnte auch ein ungebremster Anhänger sein. Eben kam im Gegenverkehr ein PKW mit einem einachsigen Anhänger entgegen. Der hatte relativ hohe Aufbauten. Und der war mit Holz beladen. Und da ist natürlich, also auf den ersten Eindruck im Gegenverkehr schien es, als ob das ein ungebremster Anhänger wäre. Das heißt, der hätte ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 Kilogramm nur, maximal. Das könnte dort gut überschritten sein. Auch aufgrund der Reifen jetzt so im Hinterherfahren, eben im Kurvenbereich, sah man das schön. Dieses Wippen der Reifen deutet darauf hin. Der wippt ganz ordentlich. Oh, die Bushaltestelle ist Bombe. Ja, perfekt. Da hast du schon. Ja. Moin. Moin. Buchholz, Polizei Bremervörde. Eine Verkehrskontrolle. Ich hätte gerne einmal die Fahrzeugscheine und den Führerschein gesehen. Alexander von Buchholz überprüft die Papiere von Auto und Anhänger. Im Fahrzeugschein steht, welches Gewicht der Anhänger im geladenen Zustand haben darf. Das Zugfahrzeug darf einen ungebremsten Anhänger mit einem Gewicht von 640 Kilogramm sogar nur ziehen. Da schaue ich jetzt gleich mal, also der Anhänger hat ein Leergewicht von 240 Kilogramm, ein Ladevolumen von gut über 2 Kubikmeter, der wird zu schwer sein. 2 Kubik. Deshalb werden wir jetzt gleich einmal auch mit ihm auf eine Waage fahren, das verwiegen. Weil schon die Reifen zeigen es und das Ladevolumen auch von dem Holz, das ist nicht alt abgelagert, das wird also schon noch sein Gewicht haben. Ich denke mal, er hätte eine Zuladung legal von 400 Kilogramm für die Anhängelast des PKWs. Ich schätze, hier hinten ist das Holz bei 800 Kilo sicherlich. Ich gehe davon aus, aufgrund der Erfahrung, dass ungefähr 2 Raummeter oder Kubikmeter Holz schwerer sind als 400 Kilogramm. Sogar deutlich schwerer im Normalfall. Sie wollen jetzt Richtung Säsing auch fahren? Ja. Gut. Wir würden einmal vorne wegfahren. Mhm. Es gibt hier eine Waage in Oberhochenhausen, die können wir benutzen. Da würden wir mit Ihnen einmal drauf fahren. Machen wir. Sie folgen uns dann einfach unauffällig und dann sprechen wir da weiter. Alexander von Buchholz und Matthias Klein lotsen den Mann zu einer Waage auf einer Biogasanlage. Der Anhänger drauf haben oder so bleibt auch. Nur der Anhänger. Okay. Dass Sie am besten durchfahren. Mmh. Ja. Ha, lecker. Noch ein Stückchen weiter, langsam. Stopp. Ui. Die Polizisten koppeln den Anhänger ab. Mit 800 sicher lag ich nicht verkehrt, eine Tonne. Er darf 400 Kilogramm Holz zuladen. Er hat eine Tonne Holz, zuzüglich sogar noch der Stützlast, die auf dem Auto liegt. Das ist deutlich zu viel. Oha, sagt er. Oha, er sieht selber. Da bin ich erstaunt. Ja. Ja. Ich bin nicht so erstaunt. Ich hatte es ja im Gegenverkehr auch kurz gesehen. Es ist, wenn sich Leute nicht mit der Thematik beschäftigen, sind sie schnell überrascht, was das Ganze wiegt.
Sie machen sich aber auch meistens keine Gedanken darüber. Ja, da zu viel ist. Aber gut, man hat keinen Wagen in der Hände, ne? Das ist so. Die Fahrt hätte für den Mann auch anders ausgehen können. Wenn es nur minimal überschritten ist, ist es von der Technik her in Ordnung. Hier darf der Anhänger 800 Kilo von der ganzen Bauart her wiegen. Wir sind jetzt bei 1280 Kilo. Die Reifen haben im Normalfall auch nicht die hohe Traglast dann. Das nächste ist, ungebremste Anhänger haben keine Bremse, so wie es ja schon heißt. Wenn er jetzt auf gut Deutsch hier im Ort irgendwo längs fährt, ist Kind spielt mit dem Ball, der fliegt da vors Auto. Der gute Herr oder jeder andere macht dann eine Gefahrenbremsung, versucht sogar noch auszuweichen. Durch die Masse, die dann einfach viel zu hoch ist für das Zugfahrzeug, wird er dahin geschoben, wo der Anhänger es möchte, nicht da, wo er hinlenkt. Das ist immer die Gefahr dabei. Hoffen wir, dass es nie so ist. Längere Bremsweg. Das Auto wird auch weggeschoben durch den ungebremsten Anhänger. Das ist, ja. Holen Sie regelmäßig Holz? Nein. Oder wie kommt es aber jetzt? Ja, da war eine Anzeige und deshalb habe ich da gekauft, weil ich mit Holz heize. Sie heizen mit Holz und haben es dann von wo gekauft? Aufstedt von den Bauern. Aufstedt vom Bauern. Ich darf Sie so natürlich nicht weiterfahren lassen. Mhm.